Okay. Dann werden wir jetzt uns mit dem Merge-Sort beschäftigen. Wir haben wieder unsere ausgangsunsortierte Liste und wollen diese mit dem Merge-Sort, der falsch geschrieben ist, so sortieren lassen. Der Merge-Sort-Algorithmus, der ist in Java implementiert, weil er tatsächlich performanter ist als Insertion und Bubble-Sort. Er ist leider auch etwas weniger leicht zu verstehen. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Und wenn ihr irgendwo rauskommt, dann sagt ihr Bescheid, gell? Dann kann ich versuchen, das nochmal besser zu erklären. Der Merge Sort ist ein rekursiver Algorithmus. Und rekursive Algorithmen, habe ich ja schon mal gesagt, sind immer ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Man kommt da ein bisschen schneller durcheinander. Aber mit Hilfe von meinen Karten hier kriegen wir das, glaube ich, ganz gut in den Griff. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten. Und der Merge Sort Algorithmus besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist das Splitten der zu sortierenden Liste. Das heißt, hier wird eine Funktion aufgerufen, die nennt sich einfach Split. Und diese Split-Funktion Split heißt die Funktion. Die wird aufgerufen und bekommt als Input unsere komplette zu sortierende Liste. Da kann man sich vorstellen, eine Funktion kriegt eine Liste von, keine Ahnung, zu sortierenden Elementen, die unsortiert sind. Und diese Funktion nennen wir Split. Und die Funktion Split macht Folgendes, sie splittet einfach diese Liste und zwar genau in der Mitte. Sie zerteilt also unsere Liste, die aus 8 Elementen bestand, in jeweils 2 Listen mit 4 Elementen. So, und jetzt geht's los. Jetzt wird für jedes dieser Teile erneut die Funktion Split aufgerufen, allerdings jetzt mit diesen Teilen. Und zwar auf der linken Seite wie auf der rechten Seite. Und rekursive Algorithmen oder rekursive Methoden, die führen jetzt ihre Aufgabe genauso behäbig und verlässlich durch wie beim ersten Mal. Sie kriegen wieder eine Liste von unsortierten Karten. Und führen einen Split durch. Und hier ist es auch wieder so, dass die Liste mit 4 Karten zerteilt wird in 2 Listen, die dann nur noch halb so viele Karten haben. Und das werden wir auch auf der anderen Seite haben. Wir kriegen also eine Liste mit unserem Ass und den Bubeln und eine Liste mit der 2 und der 4. Und jetzt wird erneut
die rekursive Methode Split aufgerufen. Für jedes dieser Teillisten und rauskommen dann Listen, die nur noch ein Element haben. Wenn diese Listen nur noch ein Element haben, dann wird nicht erneut gesplittet, weil es macht keinen Sinn mehr zu splitten. Ne? Wir haben quasi jetzt die minimale Anzahl von Elementen, nämlich 1, in den Listen erreicht. Wenn dann alle Listen gesplittet sind, dann wird ein Merge durchgeführt. Und das Merge, das fügt die jetzt gesplitteten Listen wieder zusammen und beim Zusammenfügen, da findet die Sortierung statt. Das heißt, unsere Pyramide, die wird jetzt gemerged. Und zwar funktioniert das Mergen wie folgt. Wir haben jetzt ja vorhin die Liste mit der Karte 10 und der 3 gesplittet gehabt, sodass wir sozusagen die 10 und die 3 als Einzellisten bekommen haben. Jetzt würde nicht weiter gesplittet werden können, weil wir nur noch ein Element haben. Und jetzt wird gemerged. Und das Merge, das bekommt zwei Inputs, nämlich die linke Liste und die rechte Liste. Und beim Mergen wird Folgendes gemacht. Es wird ein Zeiger auf die Elemente der zu mergenden Liste gelegt und dann wird geguckt, ist denn das Element, was unter diesen beiden Zeigern steht, welches ist denn von denen das kleinere? Und das kommt zuerst in die neue Liste, wo jetzt dann die beiden Einzelelemente wieder zusammengefügt werden, hinein. Also wir haben im Grunde diese beiden Zeiger hier, die stehen jetzt auf den Elementen der zu mergenden Liste und wir sehen, ich mache das nur mal tot hier, wir sehen, dass die 3 kleiner ist als die 10. Ne? Es wird also unter den Zeigern geguckt, welche ist von den beiden kleiner und die kommt rein. Dann wird das Element, was wir schon eingefügt haben, gestrichen. Und unter dem Zeiger der rechten Liste ist jetzt kein Element mehr. Also kommen alle Elemente der linken Liste, die noch übrig sind, das ist in dem Fall nur die 10, dort hinein.
dort noch hinein. Ne? Und schon haben wir jetzt wieder aus zwei Einzelelementen eine neue Liste erzeugt. Und diese enthält eine Ordnung. Und nachdem dann auch die 10 aus der zu merchenden Einzelliste raus ist, ist unter diesen beiden Zeigern hier kein Element mehr und wir sind mit den Merchen fertig. So, ich gehe mal zurück zu dem Split-Bereich. Wir haben gesehen, hier wurde die 10 und die 3 mal gesplittet in Einzellisten. Und parallel dazu wurde mal Q und 7 gesplittet in Einzellisten. Deswegen wird jetzt auch Q und 7 gemerged. Ja, also immer das, was irgendwann mal gesplittet wurde, wird jetzt auch wieder gemerged. Also Q und 7 sind jetzt die zu mergenden Teillisten. Also ich rufe merge auf. Und ich habe wieder einen linken Bereich und einen rechten Bereich als Input. Und auch hier wird wieder auf das erste Element der linken Liste und das erste Element der rechten Liste ein Zeiger gesetzt. Und es wird geschaut, welches Element unter den beiden Zeigern ist denn das kleinere. Und das kommt zuerst in die neu zu mergende Liste rein. Und dann wird es gestrichen aus der zu mergenden rechten Liste. Die ist jetzt alle. Und deswegen kommen jetzt alle Elemente aus der linken Liste auch in die zu mergende neu angelegte, also an die neu eingelegte Liste rein und werden dann auch rausgelöscht. Und ihr seht, auch hier ist nach dem Merge eine Sortierung erfolgt. Okay, bis hierher noch klar. Jetzt wird es spannend. Wir gucken mal, wir haben ja, bevor wir hier die 10 und die 3 gesplittet haben und die Q und die 7 gesplittet haben, da haben wir ja die Liste gesplittet mit 10, 3, Q und 7. Also werden wir die auch jetzt wieder mergen. Ja, alles, was wir gesplittet haben, mergen wir jetzt gerade wieder. Also haben wir hier die Methode merge erneut rekursiv aufzurufen. Wir haben eine linke Liste als Input und eine rechte Liste als Input. Und es wird wieder auf die ersten beiden Elemente unsere Zeiger gesetzt. Und jetzt wird wieder geschaut, unter welchem Zeiger ist denn die kleinere Karte? Diese kommt zuerst in die neue Liste hinein. Das ist natürlich die 3. Ja? Jetzt wird diese Karte rausgestrichen. Und der Zeiger befindet sich ja jetzt automatisch auf der nächsten Karte, weil die erste ist ja schon rausgefallen. Jetzt wird auch wieder geguckt, unter welchem Zeiger ist denn die kleinere der beiden Karten? Das ist die 7. Die 7 wird gestrichen. Und der Zeiger befindet sich dann unter der Dame. Zeigt auf die Dame. Jetzt wird auch wieder geschaut, welche dieser beiden Karten, unter der sich ein Zeiger befindet, ist denn die kleinere? Das ist die 10. Also kommt die 10 hier rein. Und wir streichen die 10 raus. Die linke Teilliste ist jetzt leer. Und jetzt werden einfach die Elemente der rechten Teilliste, die noch übrig sind, in die neue Liste eingefügt.
Und ihr seht, die neue Liste, die hier entstanden ist, die ist perfekt sortiert. Ja, also bei Merchen, da gucken wir, dass wir die Sortierung hinkriegen, indem wir immer diese Zeiger auf das erste Element setzen und dann schauen, welches von den Elementen, auf die die Zeiger jetzt gerade zeigen, sind dann kleiner. Und das jeweilige Element kommt dann nach oben in die Liste nach dem Merge. Okay. Gucken wir mal hier zurück. Wir hatten mal die Liste 10-3-Q7, also 10-3-Dame-7, erzeugt aus unserer Ausgangsliste. Und in dem Merge-Sort-Algorithmus, da sieht es so aus, dass wir zuerst einen Split erzeugen und dann die Kinder wiederum weiter splitten. Und nach dem Split erfolgt dann das Merge. Und wenn ich jetzt diese Liste mergen wollen würde, dann müsste ich erstmal diese Liste gemerged haben. Ist euch klar, oder? Das heißt, ich komme jetzt hier unten wieder hin. Ich muss Merge aufrufen mit einer linken Liste und einer rechten Liste. Ich habe hier wieder Zeiger, die zeigen auf das erste Element. Der Bube ist kleiner als das Ass. Deswegen wird der Bube zuerst eingefügt. Dann ist die rechte Teilliste leer und die restlichen Elemente der linken Teilliste des Ass wird also noch eingefügt. Auf der anderen Seite habe ich den Merge-Aufruf für die beiden Teillisten rechts und links. Ich habe wieder den Zeiger auf den beiden ersten Elementen und wir stellen fest, dass wir die 2 vor der 4 reintun. Dann ist die Liste die Liste links ist leer, also fügen wir alle Elemente der rechten Liste ein, das ist die 4. Und damit sind wir auch fertig. So, jetzt haben wir die Liste Bube Ass 2-4, die hatten wir damals erhalten durch diesen Split. Also müssen wir auch, nachdem wir diese Teillisten jetzt vorliegen haben, wieder ein Merge machen von diesen Teillisten. Merge. Und zwar haben wir hier eine Teilliste links und wir haben eine Teilliste rechts, die wir mergen. Auf den beiden am Start der Liste stehenden Elementen haben wir unsere Zeiger. Und wir gucken wieder. Was ist denn von denen, worauf die Zeiger zeigen, kleiner? Die 2 ist kleiner als der Bube. Jetzt zeigt der Zeiger auf die 4. Die 4 ist kleiner als der Bube. Unsere rechte Teilliste ist jetzt leer. Also fügen wir alle Elemente der linken Teilliste in der Reihenfolge, in der sie sich befinden, in unsere neue Liste ein. Warum können wir das ohne Sortieren machen? Ja? Genau, wir wissen, okay, was immer da drin ist, ist ja schon sortiert. Ne? Deswegen können wir einfach sagen, hier kommen, einfach der Reihe nach, so wie sie in der Liste drin liegen, fügen wir die hier rein. So, und jetzt sind wir hier oben angelangt. Wir hatten mal eine Liste 3, 7, 10 Dame und 2, 4 Bube Ass, erzeugt durch unsere allererste Split-Operation. Ja, die hat quasi unsere beiden Vierer-Teillisten erzeugt, deswegen muss
hier jetzt dazu auch eine Merge-Operation erfolgen. Sorry, das wird noch gelöscht, klar. Mache ich das mal noch, bevor ich hier den neuen Merge mache. Also Bube und Ass wird natürlich gelöscht. Die sind ja aus den Teillisten jetzt raus. So, und jetzt kommt hier meine oberste Merge-Aufruf. Ich habe auch wieder zwei Teillisten, die hier eingehen in die Funktion. Ich habe auch wieder zwei Zeiger, die auf die jeweils erste Karte in dieser Liste zeigen. Und jetzt überlege ich mir auch wieder, welche von den Karten, auf die die beiden Zeiger zeigen, ist denn die kleinere? Die 2 gewinnt, die 2 wird entfernt. Der Zeiger zeigt auf die nächstgrößere. Jetzt gewinnt die 3. Die 3 wird entfernt. Unser Zeiger zeigt auf die nächstgrößere. Jetzt gewinnt die 4. Die 4 wird entfernt. Der Zeiger zeigt auf die nächstgrößere. Wir vergleichen wieder jetzt 7 mit dem Buben. Es gewinnt der Bube, der ist kleiner. Die 7, die ist kleiner. Die 7 wird also entfernt. Unser Zeiger zeigt jetzt auf die 10. Wir vergleichen wieder 10 mit Bube. Die 10 ist die kleinere. Sie gewinnt also, wird entfernt. Wir streichen die 10. Unser Zeiger zeigt jetzt auf die Dame. Wir vergleichen Bube mit Dame. Finden raus, der Bube ist kleiner, also wird der entfernt und in die neue Liste eingefügt. Jetzt haben wir den Vergleich zwischen Dame und Ass. Die Dame gewinnt, wird in die Liste eingefügt. In der linken Teilliste ist kein Element mehr übrig. Wir nehmen alle Elemente der rechten Teilliste jetzt in der noch verbliebenen Reihenfolge auf und wir sind fertig. 2, 3, 4, 7, 10, Bube, Dame, Ass, das klingt ziemlich sortiert. Und was wir halt gemacht haben, ist, dass wir rekursiv zuerst gesplittet haben. Und unsere Split-Operation hat dann zwei Teilbäume erzeugt. Und diese Teilbäume haben wir dann rekursiv wieder gemerged. Ja, das ist der Merge-Sort-Algorithmus. Wie sieht es aus? Ist das für euch nachvollziehbar? Oder habt ihr Fragen zum Verständnis? Klappt für euch.